Weißt du eigentlich, was deine Bank mit deinem Geld anstellt? Wenn du wie die meisten Deutschen bist, hast du darüber noch nie nachgedacht und weißt nicht unbedingt, was deine Bank mit deinem Geld anstellt. Was wird eigentlich konkret finanziert? Was wird nicht finanziert? Und ist das überhaupt irgendwie mit deinen ethischen Werten zu vereinbaren? Banken spielen eine ganz wichtige Rolle in unserer Gesellschaft. Nicht nur, weil wir halt irgendwie unser Gehalt bekommen müssen und unser Geld ausgeben wollen, sondern wir wollen ja auch sparen, investieren und Unternehmen brauchen ja auch Kredite, um zum Beispiel zu expandieren oder um überhaupt ihr Business starten zu können. Aber nach welchen Maßstäben handelt deine Bank eigentlich, wenn sie deine Einlagen verwendet, um solche Kredite zu vergeben oder Kredite vergibt, indem sie sich Geld bei der Zentralbank leiht? Die meisten Banken haben da nicht wirklich gute ethische Maßstäbe. Wenn ihr zum Beispiel auf den Fair Finance Guide guckt, das ist eine Webseite, die von einer NGO rausgegeben wird, die verschiedene deutsche Banken und auch zum Teil Versicherungen rankt, nach 11 verschiedenen Maßstäben, wie zum Beispiel, wird in die Rüstungsindustrie investiert, wird in Massentierhaltung investiert, wie sieht es mit Gender Equality aus, schneiden die meisten deutschen Banken relativ schlecht ab. Auf einer Skala von 0 bis 100, also 0, die Bank macht halt wirklich gar nichts in allen Kategorien, zu 100, die Bank ist absolut perfekt in allen Kategorien, schneidet zum Beispiel die Sparda Bank am allerschlechtesten ab mit 10%. Aber auch diverse deutsche Großbanken, wie zum Beispiel die Deutsche Bank, die Commerzbank, Direktbanken wie die ING, die DKB, aber auch Sparkassen, liegen irgendwo im Mittelfeld bis ganz unten. Es gibt aber zum Glück einige Banken, die relativ gut abschneiden. Das sind die sogenannten ethischen Banken, die auch grüne Banken oder nachhaltige Banken oder Ökobanken genannt wird. Aber im Grunde genommen machen sie alle das Gleiche. Sie haben eine Liste von Ausschlusskriterien, also Sachen, in die überhaupt nicht reininvestiert wird, zum Beispiel in die Kohleverstromung. Und dann gibt es eine Reihe von Positivkriterien, also Sachen, wo die Bank wirklich hingeht und sagt, Leute, euch möchten wir gerne finanzieren. Zum Beispiel Fairtrade-Kleidung. Wenn ihr also möchtet, dass eure Bank keinen Unfug mit eurem Geld anstellt, im Einklang mit euren Werten handelt und irgendwie keine Menschenrechtsverletzungen finanziert, gibt es im Prinzip nur 4 große Banken, wo ihr hin könnt, die christlichen Banken jetzt mal außen vor gelassen. Das sind die GLS-Bank, die Ethikbank, Tomorrow und Triodos. Diese Banken sind alle relativ ähnlich, was das Ranking auf dem Fair Finance Guide angeht. Die GLS schneidet etwas besser ab als alle anderen Banken, aber die Unterschiede sind jetzt auch nicht wirklich ultra groß. Ich werde jetzt im Folgenden mal diese 4 Banken etwas unter die Lupe nehmen, und zwar aus einer rein pragmatischen Perspektive, nämlich was bieten die mir eigentlich und wie viel kostet es? Das ist ja so ein Punkt, wo man intuitiv drüber nachdenkt und denkt sich, okay, es ist ethisch, also muss es ja teurer sein wie Bio-Lebensmittel, aber stimmt das eigentlich? Was mir in einer Bank wichtig ist, ist, dass das Girokonto eine deutsche IBAN hat. Das haben alle diese Banken. Dass es neben der Girocard, also der sogenannten EC-Karte, auch eine Kreditkarte gibt, die dann auch eine echte Kreditkarte sein sollte. Also keine Debitkarte, sondern eine wirkliche Kreditkarte, weil man ansonsten manchmal im Ausland doch noch Probleme hat, zum Beispiel beim Automieten oder bei Hotelreservierungen, habe ich in den USA festgestellt, dass es möglichst auch ein Tagesgeldkonto gibt, was verzinst ist, einfach um den Notgroschen da zu deponieren, dass es eventuell ein Depot gibt für Aktien und ETFs und solche Sachen und für mich als Apple-Nutzer, dass man Apple Pay nutzen kann. Oh, und ganz wichtig, dass man Geld abheben kann und möglichst kostengünstig an möglichst vielen Automaten, weil Bargeld ist in Deutschland doch oft noch König. Ich habe jetzt mal, um die Kosten von diesen nachhaltigen Banken etwas zu kontextualisieren, eine Referenzbank gewählt, die Sparkasse Oberhausen, wo man an 22.000 Geldautomaten im Sparkassennetzwerk Geld abheben kann. Es gibt ein Tagesgeldkonto, was aktuell mit 0,5% verzinst wird. Man kann ein Aktiendepot einrichten, das kostet dann 28 Euro im Jahr. Und ja, es gibt Apple Pay, bei der Sparkasse sogar für die Girocard und nicht nur für die Kreditkarte. Das ganze Paket kostet mich auf Jahresbasis 142,80 Euro. Das sind nur Kontoführungsgebühren. Die Girocard und die Kreditkarte, in dem Fall eine Mastercard, sind kostenfrei. Fangen wir jetzt mal mit der Bank an, die beim Fair Finance Guide am besten abschneidet, die GLS Bank. Die GLS Bank ist so ein bisschen die traditionellste unter diesen 4 ökologischen Banken. Sie unterhält nämlich Filialen in mehreren deutschen Städten und bietet eigentlich so das ziemlich kompletteste Angebot an. Angefangen vom Girokonto bis zur Immobilienfinanzierung, Unternehmensfinanzierung, die GLS Bank bietet eigentlich alles. Geld abheben kann man mit einem Girokonto bei der GLS Bank im Netzwerk der Volks- und Raiffeisenbanken. Das sind 15.000 Geldautomaten in ganz Deutschland. Und wenn man GLS-Mitglied ist, da komme ich gleich drauf zu sprechen, und eine Kreditkarte hat, kann man auch an allen beliebigen Geldautomaten in Deutschland, wo man mit einer Mastercard Geld abheben kann,
kostenlos Geld abheben bis zu 4-mal im Monat und im Ausland sowieso überall. Es gibt ein Tagesgeldkonto, dieses ist aktuell aber nicht verzinst. Die Einrichtung eines Aktiendepots ist möglich, kostet dann 5,95 € auf Jahresbasis und es gibt Apple Pay für die Kreditkarte, nicht für die Girocard. Die Kostenstruktur ist wie folgt: Jeder, der eine Beziehung zur GLS Bank hat, also nicht nur Kunden, sondern auch Mitarbeitende, müssen den sogenannten GLS-Beitrag zahlen in Höhe von 60 € pro Jahr. Das ist noch losgelöst von den Kontoführungsgebühren in Höhe von 45,60 € pro Jahr. Für die Girocard zahlt man 15 € pro Jahr und die Kreditkarte 30 € pro Jahr. Allerdings, wenn man GLS-Mitglied wird, also Anteile an der GLS kauft in Höhe von mindestens 500 €, entfallen die Gebühren für die Girocard und die Kreditkarte und man erhält sogar eine Dividende in Höhe von 1-3% pro Jahr auf diese Anteile. Dieses Komplettpaket aus Girokonto, Girocard, Kreditkarte und dem GLS-Beitrag kostet mich also 150,60 € im Jahr. Allerdings, wenn man Mitglied ist, muss man davon dann 45 € abziehen, dann ist man also bei 105,60 €. Die nachfolgenden Banken, Ethikbank, Triodos und Tomorrow, sind alles Direktbanken. Sie unterhalten also keinerlei Filialen. Man regelt also alles online. Das geht bei der GLS auch. Aber bei der Ethikbank und allen anderen ist es eben verpflichtend. Die Ethikbank ist genauso wie die GLS-Bank eine Genossenschaftsbank und ist im Netzwerk der Volks- und Raiffeisenbanken unterwegs. Sprich, man kann auch da an über 15.000 Geldautomaten in ganz Deutschland Geld abheben. Auf das Tagesgeldkonto gibt es tatsächlich Zinsen, nämlich 0,7%. Ein Depot gibt es kostenlos, allerdings zahlt man dann für die Wertpapiere, die da verwahrt werden. Und die Ausführung von Aufträgen ist auch nicht ganz billig. Und es gibt Apple Pay, aber auch hier nur für die Kreditkarte. Die Kontoführungsgebühren sind insgesamt 102 € im Jahr. Dazu kommen 15 € für die Girocard und 35 € für die Kreditkarte. Allerdings entfallen die 35 € für die Kreditkarte, wenn man mehr als 4.000 € Jahresumsatz auf der Karte hat, was, wenn man in den Urlaub fährt, Online-Shopping betreibt und sowas oder auch einfach mal im Laden zahlt, man tatsächlich realistisch irgendwie zusammenbekommen könnte. Dann müsste man also 35 € von diesen 152 € Gesamtkosten pro Jahr noch abziehen. Triodos ist die einzige Bank hier, die nicht ursprünglich aus Deutschland stammt. Triodos kommt ursprünglich aus den Niederlanden und ist auch in anderen Ländern vertreten, in 5 Ländern insgesamt. Hier kann man überall Geld abheben, so wie ich es verstehe. Das Tagesgeldkonto existiert, ist aber auch hier nicht verzinst. Es gibt ein Depot, das kostenlos ist, allerdings kann man hier nur bestimmte Produkte der Triodos Bank kaufen. Du kannst also nicht einfach einen ETF deiner Wahl haben und den in dein Triodos Depot legen. Das funktioniert, so wie ich es verstehe, nicht. Auch hier gibt es Apple Pay, aber auch nur für die Kreditkarte. Triodos ist dann noch eine der günstigeren Banken hier mit 66 € Kontoführungsgebühren im Jahr, einer Girocard, die 15 € kostet und einer Mastercard, die 39 € kostet, was dann Kosten im Jahr von 120 € ergibt oder 10 € im Monat. Tomorrow ist die einzige der hier vorgestellten Banken, die eigentlich keine wirkliche Bank ist. Tomorrow ist streng genommen ein Fintech-Unternehmen, was ein bankenähnliches Angebot hat, was man auch nur über Smartphone nutzen kann. Es wird die Bankenlizenz der Solaris Bank genutzt und dementsprechend diese ganzen Nachhaltigkeitskriterien, die gelten dann natürlich auch nur für den Part Tomorrow Geld auf diesem ganzen Solaris Geldkonto, was irgendwo existiert. Hier kann man auch mit der Visa Debit Karte, die man bekommt, überall Geld abheben, keine Kreditkarte. Je nach Kontenmodell muss man dafür 2 € pro Abhebung zahlen. Es gibt ein Tagesgeldkonto, was aktuell auch nicht verzinst ist. Es gibt auch ein kostenfreies Depot, aber das ist so ähnlich wie bei der Triodos Bank. Man kann nur Produkte im Depot haben, die von Tomorrow selbst angeboten werden. Es gibt Apple Pay für die Visa-Debitkarte, die man bekommt. Und ganz wichtig hier, es gibt keine Girocard. Das heißt, wenn man wirklich eine Girocard haben möchte, dann ist Tomorrow jetzt nicht unbedingt die beste Wahl. Ich habe gerade schon davon gesprochen, Tomorrow hat insgesamt 3 Konten. Ich habe hier mal das mittlere Konto in den Vergleich genommen, wo 5 Abhebungen pro Monat kostenfrei sind und für jede weitere Abhebung werden 2 € fällig. Das kostet mich insgesamt 84 € im Jahr. Es gibt, wie gesagt, keine Girokarte, aber dafür eine kostenlose Visa-Debitkarte. Wie gesagt, das ist keine echte Kreditkarte. Das heißt, wenn man viel im Ausland unterwegs ist, kann das unter Umständen zu Problemen führen. Also wie teuer ist dieser ganze Spaß jetzt? Tomorrow ist die günstigste Bank mit 84 € im Jahr, gefolgt von Triodos mit 120 €. Dann kommt unsere Referenzbank, die Sparkasse Oberhausen mit 142,80 €. Danach die GLS und das Schlusslicht in Anführungsstrichen bildet die Ethikbank, die eigentlich fast doppelt so teuer ist wie Tomorrow. Den Unterschied zwischen der Sparkasse, der GLS-Bank und der Ethikbank würde ich jetzt aber mal mit 10 € pro Jahr, was also weniger als 1 € pro Monat ist, erstmal als relativ gering einstufen.
Da könnt ihr euch dann eigentlich auch für die Bank entscheiden, die euch am besten gefällt. Man kann diese Banken aber auch noch auf eine andere Art und Weise vergleichen, nämlich dadurch, dass wir die Rabatte, die GLS und Ethikbank einräumen für bei der GLS die Mitgliedschaft und bei der Ethikbank den Kartenumsatz auch noch hier mit einzubeziehen. Dann sieht das Bild etwas anders aus. Tomorrow bleibt die günstigste Bank, jetzt ist die Sparkasse aber die teuerste Bank. Die GLS kostet dann nur noch 105,60 Euro im Jahr, die Ethikbank 117 Euro und Triodos unverändert bei 120 Euro. Also wie ihr seht, diese ethischen Banken sind im Vergleich zu herkömmlichen Banken, wie zum Beispiel einer Sparkasse oder auch der Deutschen Bank, jetzt nicht unbedingt so krass teuer. Natürlich ist das viel teurer als so ein 0-Euro-Konto, was die DKB anbietet oder auch was die ING anbietet. Aber wie gesagt, ihr kriegt dafür was zurück, nämlich dass ihr wisst, dass die Bank euer Geld sinnvoll investiert und ihr ein bisschen ruhiger schlafen könnt, dadurch, dass ihr wisst, dass ihr jetzt keine Massentierhaltung oder Waffenindustrie oder sowas oder Kohleverstromung mitfinanziert. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie einfach es überhaupt ist, eine Bank zu wechseln in Deutschland. Die meisten Leute haben nämlich noch nie ihre Bank gewechselt. Inzwischen ist eigentlich jede Bank gesetzlich dazu verpflichtet, den Wechsel so einfach wie möglich zu machen. Jede Bank hat inzwischen einen Kontowechselservice, womit man relativ einfach von der einen zur anderen Bank umziehen kann, inklusive seiner Lastschriften und so weiter. Ich würde sagen, ihr braucht wahrscheinlich aber trotzdem einen verregneten Sonntag, um dieses Konto zu beantragen und euch zu legitimieren. Das geht inzwischen, glaube ich, bei allen Banken über digitale Verfahren, also zum Beispiel über das digitale Postident-Verfahren, was, glaube ich, nicht am Sonntag funktioniert, sondern nur an Werktagen. Also vielleicht ein verregneter Montag. Und dann ist es unabhängig von diesem Kontowechselservice immer eine gute Idee, einfach mal seine Kontoauszüge ein bisschen zu durchforsten und mal zu gucken, welche Abos man hat, dass man die dann vielleicht auch selbst auf die neue IBAN umstellen kann. Oder dass man vielleicht realisiert, dass man zu viele Abos hat für irgendwelche Streamingdienste, die man nicht mehr benutzt und die dann einfach canceln kann. Also im Grunde genommen ist es sehr, sehr einfach, eine Bank zu wechseln. Ich habe das jetzt schon mehrfach gemacht, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Es hat mich nie wirklich mehr als irgendwie einen halben Tag gekostet sogar. Deshalb, wenn ihr möchtet, dass eure Bank keinen Unfug mit eurem Geld anstellt, dann macht es einfach. Wechselt und dann könnt ihr etwas ruhiger schlafen. Für welche Bank würdet ihr euch entscheiden? Ist es euch wichtig, eine klassische Bank zu haben wie die GLS, wo ihr auch noch, wenn ihr in einer Großstadt lebt, einen persönlichen Kundenberater habt? Oder seid ihr Digital Natives und für euch ist Tomorrow die beste Option? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos über Veganismus, Nachhaltigkeit und Minimalismus sehen wollt. Und dann sehen wir uns in einem neuen Video, wahrscheinlich nächste Woche.